Wann kann ich kein Pokémon fangen? Hat mich sogar fangen lassen, dieses Mal. Ah, vorher bringen wir nichts gegen ein Ziel. Ah, ich bin verzweifelt. Ich bin so hart verzweifelt schon wieder. Klopfen wir den Magma. Das Magma soll auch nicht fliehen, ist ja auch dumm. Alle normalen Pokémon fliehen auch nur zur Zeit, aber die Magma aus. Wir haben da irgendwie keinen Bock. Weg. Mit einem Wege kann ich was anfangen. Das war eins zu früh. Eins zu früh. Okay. Noch ein Ziel übrig. Das erste Mal seit Ewigkeit. Und ich habe noch alle Pokémon. Endlich. Ich dachte schon, es niemals klappen. Entei ist ein legendäres Pokémon, das Flammen aufbeschwört und kontrolliert. Das ist der einzige Fang. Und damit habe ich
zugegebenermaßen nicht gerecht. Aber nicht so tragisch. Mein Experiment war ein überragender Erfolg. Und wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. Mit meinen Fangen kann ich man selbst legendäre Pokémon ohne große Fähigkeiten fangen. Leider kann man das Halten der legendären Pokémon noch nicht völlig kontrollieren. Aber auch das sollte bald möglich sein. Eine kleine Änderung hier und da. Wir können mit dem Tag zufrieden sein. Meine besten Grüße auch an Professor Hastings, den Chef der Technikabteilung der Ranger-Vereinigung. Ja, vergesst bitte auf keinen Fall dem Professor die Grüße zu überbringen. Ja, werden wir nicht vergessen. Vielleicht. Wahrscheinlich hier schon. Ja. Die Beam werden schwächer. Habt ihr vielleicht ein Tier gefangen? Tatsächlich? Das ist unglaublich. Was ist denn nun genau passiert? Ich möchte alles drüber erfahren. Letztes Keyword. Ihr habt es gefangen? Dann nicht mit Prüfung. Ist furchtbar. Wie kann man so etwas nur tun? So war das also. Seid da ohne eure eigene Schuld in einem ganz schönen Schlamassel geraten. Mal, ein Glurak. Das Glurak. Es hat immer noch Schmerzen. Aber es schien auch irgendwie dankbar zu sein. Lass uns nach Sommerling zurückkehren und Andreas von den Geschehnissen berichten. Natürlich. Ich möchte natürlich speichern. Das ist das Wichtigste hier. Solana, Himtank. Echt? Wem haben aufgehört? Also kann man wohl sagen, dass die Krise vorbei ist. Es tut mir leid, dass ihr beide das alles mitmachen musstet. Es war mein Fehler, die Prüfung überhaupt zu erwähnen. Vergebt mir. Nein, Andreas. Du hast uns ausdrücklich vor der vierten Prüfung gewarnt. Wir wussten das, aber die einzigen Schuldigen sind die Typen von der Power-Rock-Bande. Die bösen Jungs. Ich werde trotzdem die Verantwortung übernehmen und das euch so ein Recht an die Vereinigung erwähnen. Und jetzt Schluss mit der schlechten Laune. Es ist nicht unser Art, sauer zu sein, weil wir einmal eingelegt wurden. Und schon. Lächelt, seid glücklich, ihr seid jetzt am Lenken. Das war eine ganz schöne Tour. Aber du hast es gut gelöst. Vielleicht bist du doch nicht so schlecht. Nun, es wartet deine Mission im Herbst noch auf mich. Ich muss gehen. Natürlich. Wie sieht es eigentlich aus mit diesem komischen Geschenk von Andreas? Na, dann kommt dann noch eine Nachricht von Professor Hastings. Ich brauche dich so schnell wie möglich in der Ranger-Basis von Herbstnau. Du wirst verstehen, sobald du hier bist. Ich habe auch so eine Nachricht bekommen. Wenn genau und. Ja, aber es muss sehr wichtig sein. Du weißt, wie ungeduldig der Professor sein kann, also mach dich besser schnellstmöglich auf den Weg. Du sollst mit dem Drogenbus reisen. Okay. Dann reisen wir halt mit dem Drogenbus.
Keine Erklärung nötig. Du möchtest noch selbst noch. Bist du bereit? Ja, natürlich. Keine Ahnung, dreh ran. Mach dich auf den Weg nach Herbst noch. Eindruck wir uns mit deiner Geschwindigkeit. Was? Ist hier. Werden wir uns auf Weg zur dunklen Fabrik machen. Die Power-Rock-Bande hat meine Super-Funkon untersucht und nun ihren eigenen entwickelt. Und sie produzieren ihren neuen Verkops genau hier im Herbst noch. Wer hätte das gedacht? Aber damit kommen sie nicht durch. Nicht direkt vor unserer Nase. Eine neue Mission lautet folgendermaßen: Soul, untersuche, was in der dunklen Fabrik vor sich geht. Warte, lass mich raten. Fragst dich, ob es okay ist, eine Mission von mir und nicht von einer Anführer zu erhalten? Mach dir keine Sorgen. Ich bin der Chef der Technikabteilung der Ranger-Vereinigung. Mit anderen Worten, alles, was ich anordne, ist gut wie eine offizielle Mission der Ranger-Vereinigung. So gut und so weit. Natürlich. Lass uns keine Zeit verlieren. Zur dunklen Fabrik. Ja, wo ist die nochmal ganz genau? Hätte er mir auch vielleicht mal verraten können. Ich glaube, die war hier irgendwo in die Richtung. Zuerst, wenn ich mich nicht ganz irre. Müsste das hier drüben sein? Untersuche die Fabrik. Mission 7. Okay. Wir müssen die Stromversorgung dunkle Fabrik lahmlegen. Wir müssen sicherstellen, dass die Power Rock Bande kein weiter ihre Fangcoms herstellen kann. Natürlich. Scheint, als bräuchten wir ein Passwort, um die Tür zu öffnen. Aber es dürfte kein Problem darstellen. Bitt beiseite und sie wie ein Genie sich seinen Weg bahnt. Nur eine dreistellige Zahl. Mal sehen. Power Rock. Oh. Oh. Echt spiegelverkehrt. 09. 09. Wollen wir doch mal sehen. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sich die Tür so schnell öffnen lassen würde. Aber umso besser. Hier muss irgendwo ein Stromgenerator sein. Wir müssen ihn finden und unbrauchbar bewachen. Ja, natürlich. Wie auch immer, der Professor Piog sind 09. Ja, okay. Das hört sehr fragwürdig, aber egal. In der Fabrik hat das alles, was fehlt. So doof. Ja. Wollen wir uns das voll hier. Das sich selbst in die Luft sprengen. Elektrizität kann ein Fangcom aufgeladen werden. Natürlich. Irgendwie alle Elektro-Pokémon, die hier existieren, sind nur dazu da, um den Fangcom aufzuladen. Okay, sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier haben wir einen Vulcano. Was wir das gebrauchen können, aber hier ist nichts.
Die automatische Tür reagiert nicht. Wir finden besser einen anderen Eingang. Komm, Sol. Natürlich. Einen anderen Eingang. Dann brauche ich das Trauze hier ein bisschen. Ist jetzt zum Glück auch nicht echt schwierig zu fangen. Sie müssten ja eigentlich hier das Ganze zerstören können. Zumindest den Holzzaun. Ja, natürlich. Ich hole mir erstmal einen Kriter. Einfach nur, falls wir Vulkane bräuchten, sollten. Jetzt muss das Maus genau in mich reinlaufen. Jetzt ist mal Quito hier. Dann noch mal hier vorne hin. Ein wollte bellen. Ich hab ihn überfliegen. Wenn alle Sachen explodieren zur selben Zeit. So, Quito macht es mal weg. Aber hier runter. Das kann man mal mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, das muss nicht ganz so anstrengend sein. Anna spuckt Asche aus, während es durch die Landschaft springt. Das ist ein reines Feuer-Pokémon, halt ohne die Fähigkeit. Na gut, müsste es recht sein. Ich habe keine Ahnung von eurer Mission. Ring und diesen Ranger-Zeug. Aber es nervt mich. Muss es denn immer diese Show sein? Was ist los? Muss das denn immer sein? Scheinbar ja. Okay, das war mal angenehm. Ja, ich hab so ein Glück. Anders wie ich war einfach so los sagen. Schon irgendwie cool. Ich weiß ja nicht, ob man das wirklich so sehen sollte. Egal.